Die Welt braucht neue Ideen. Ich glaube, das ist offensichtlich. Ja, mein Name ist Martin Klein. Ich arbeite schwerpunktmäßig an den Themen Geschäftsmodellentwicklung, Strategieentwicklung und die Begleitung von großen Transformationsprozessen. Ich durfte viele Jahre meiner beruflichen Laufbahn in großen Konzernen verbringen, in unterschiedlichsten Rollen und Führungspositionen. Und da gibt es ein Thema, das sich durchzieht. Und es ist immer darum gegangen, etwas Neues zu entwickeln, etwas Neues zu bauen. Und diesen Erfahrungsbackground und auch diesen thematischen Schwerpunkt, aber vor allem diesen Antrieb, was Neues zu bauen und Rahmenbedingungen zu verändern, damit Ideen in die Wirkung kommen, das bringe ich in die Beratung ein und das zeichnet mich aus. Ja, also Berater, Kolleginnen und Kollegen, aber auch Kunden schreiben mir zwei Dinge zu. Das eine ist Neugier in Kombination mit Genauigkeit, also auch was Spielerisches. Neugier halte ich für eine sehr wichtige Eigenschaft im Kontext von systemischer Beratung, weil es darum geht, den Dingen auf den Grund zu gehen. Die Welt braucht neue Ideen. Ich glaube, das ist offensichtlich. Und ich habe so eine Vermutung, dass technologische Innovation oder so Dinge wie digitale Vernetzung Teil der Lösung sein könnten oder Baustein einer möglichen Zukunft sein können. Ja, ich beobachte, dass IT-Organisationen oder IT-Dienstleister zunehmend auch unter Druck geraten. Sie werden einerseits sozusagen in der Innensicht sehen sie sich als Teil der Lösung, in der Außensicht aber sehr oft Zuschreibungen bekommen, Teil des Problems zu sein. Und ich glaube, in diesem Kontext ist es wichtig, in einem größeren Bild zu denken und vor allem von der Kundenseite, von den Märkten und den Umwelten der Organisation nach innen zu denken und davon die Fragen nach Ausrichtung der IT, interne Kooperation abzuleiten. Also was uns, glaube ich, unterscheidet im Vergleich zu anderen Beratungsansätzen ist, dass es uns darum geht, Außensicht zur Verfügung zu stellen, Impulse zu liefern und gleichzeitig die Kräfte innerhalb der Organisation, die Ressourcen der Organisation zu stärken und in die Lösungsentwicklung gut zu integrieren. Also ich glaube, dass Unternehmensberatung gerade in dem Feld, in dem ich tätig bin, sich sehr stark in die Richtung entwickelt, neben Außensicht, Musterveränderung und Organisationsfragen auch sozusagen eine Verschmelzung mit den inhaltlichen Themen auch stattfindet, dass man das Was und das Wie immer schwerer trennen kann und das erfordert auch für uns also als Beratungsunternehmen neue Zugänge, wie wir mit Kunden arbeiten. Es geht viel stärker in Richtung Kooperationen mit Spezialistinnen und Spezialisten, um Stärken zu bündeln und maßgeschneidert für Kundenprozesse zur Verfügung stellen.